Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Pläne mit Rusev verworfen, neue Show auf dem WWE Network und die Raw-Einschaltquoten sinken weiter. Vorweg ein kleines Update zu Tommaso Ciampa. Der hat sich ja am linken Bein verletzt und das sogar jetzt so schwer, dass er operiert werden muss. Diese OP steht diese Woche auch noch an. Da diese OP am vorderen Kreuzband gemacht wird, geht man davon aus, dass es sich hierbei um einen Kreuzbandriss handelt. Also wird Tommaso Ciampa noch einige Zeit ausfallen. Wenn er denn wiederkommt, wird er allerdings einen großen Push als Heel bekommen. Jetzt hat er der SmackDown Live Commissioner Shane McMahon bestätigt, dass es bei Money in the Bank das erste Women's Money in the Bank Ladder Match geben wird. Und Lana hat daraufhin zu Shane McMahon getwittert, dass sie darum bittet, auch in dieses historische Match mit eingefügt zu werden. Wir stehen ja eh kurz vor dem Debüt von Lana als richtige Wrestlerin, aber ob man sie hier bei dem Ladder Match schon einbringen möchte, was ja denn doch ein bisschen gefährlicher ist als normale Matches, das ist halt fraglich. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass man hier noch die Zahl auf 7 Leute hochsetzt. Diese Überlegung gibt es ja auch bei dem Männer Money in the Bank Match. Vor Money in the Bank steht uns allerdings noch Extreme Rules ins Haus und dort wird ja in dem Fatal 5-Way Match entschieden, wer bei Great Balls of Fire gegen Brock Lesnar um den Universal Titel antritt. Jetzt wird es hier aber so sein, dass dieses Match oder dieses Fädenprogramm, was daraus entsteht, wahrscheinlich nicht sehr lang laufen wird, da man für den SummerSlam immer noch ganz fest Brock Lesnar gegen Braun Strowman einplant. Für die Zeit, wo Lesnar bei Raw ist, ist auch schon ein Match angekündigt, und zwar gegen Bray Wyatt. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob man darauf auf den Sieger für diesen Sonntag schließen kann oder ob man es einfach so macht. Generell wird es wahrscheinlich eh ein Dark Match sein, also ein Match, was nur die Leute in der Halle sehen. Deshalb würde das wahrscheinlich auch nicht so groß werden. Aber Braun Strowman steht fest als Gegner für Lesnar beim SummerSlam. Und Freunde, es gibt mal wieder DVD-Releases im WWE-Sektor. Wir haben zum einen Seth Rollins Building the Architect. Das Ganze hier 3-Disc-DVD-Set mit über 8 Stunden, schon fast 9 Stunden Material von Seth Rollins. Das ist ab sofort erhältlich. Außerdem natürlich noch WrestleMania. Es ist endlich soweit. WrestleMania gibt es ab sofort auf Blu-ray und DVD zu erhalten. Das Ganze auch natürlich mit deutschen Kommentatoren, aber auch mit den englischen. Und hier auch wieder in ordentlichen Sets. Sehr coole Sache. Gerade die WrestleMania-Dinger, die feiere ich immer übelst und die sammle ich auch selbst. Von daher sehr cool. Falls ihr euch die auch holen wollt, könnt ihr auf martinguerrero.de/DVD sofort auf die Seite gelangen und dort könnt ihr auch noch mit dem Gutscheincode Martin-G 15% Rabatt bekommen, also auf jeden Fall dran denken. Hier zwischendurch mal eine kleine lustige Geschichte, denn Impact hat ja in Großbritannien mit Spike TV UK einen ziemlich guten Partner gefunden, wo Impact ausgestrahlt wird. Leider ist denen aber ein kleiner Fehler unterlaufen und so haben sie am letzten Freitag eine andere Impact-Ausgabe ausgestrahlt als die neue, die es sein sollte. Tja, sowas kann passieren im klassischen Fernsehen. Man setzt sich hin, freut sich schon auf die Episode und dann kommt eine, die das letzte Mal schon lief. Ist natürlich ziemlich doof gelaufen, haben sich natürlich auch entschuldigt, die Folge wird nachgeholt. Ich fand es nur irgendwie lustig. Letztens habe ich euch ja erst über den großen Push berichtet, den man für Rusev plant. Nur sieht es wohl jetzt so aus, dass dieser wohl doch nicht mehr kommt. Denn eigentlich wollte man Rusev mit in das Money in the Bank Match stecken. Und das hat man wohl jetzt stillschweigend erstmal wieder verworfen. Denn nachdem man sich dazu entschlossen hat, Jinder Mahal den WWE-Titel zu geben, ist gerade was der Main Event angeht bei SmackDown alles so ein bisschen verdreht worden. Und somit fällt Rusev wieder hinten raus. Bei Jinder Mahal ist es auch eine ziemliche Überraschung, denn zum Beispiel wurde seine Celebration auf dem WWE-YouTube-Kanal über 3 Millionen Mal geklickt. Und das ist eine doch relativ gute Klickzahl, sodass die WWE sich denkt, dass wir Fans das gut finden und uns das natürlich auch interessiert, weshalb Jinder Mahal wohl jetzt sogar noch ein bisschen länger Champion sein wird, als es ursprünglich angedacht war. Die meisten gehen auch davon aus, dass je länger der WWE-Titelrun von Jinder Mahal jetzt anhält, desto
größer ist er denn auch nach dem Titelverlust? Weil es wäre natürlich blöd, wenn man nach dem WWE-Titel sofort wieder runterfällt und als Jobber eingesetzt wird, wie es ja vorher immer bei Jinder der Fall war. Man könnte aber natürlich auch wieder so als paarmäßig das so machen, dass Rusev ins Money in the Bank Match kommt und Lana auch ins Money in the Bank Match kommt, dass beide ihre Möglichkeiten hätten. So könnte man das aufbauen, aber ob es jetzt irgendwas am Ausgang ändert, denke ich mal eher nicht. Jeff Hardy hat auf Twitter die Fans dazu aufgerufen, ihm Fragen zu stellen mit dem Hashtag Jeff Hardy AMA, also Ask Me Anything. Er schrieb dazu, dass diese Fragen möglicherweise bei einer nächsten Show auf dem WWE Network beantwortet werden. Das heißt, hier gibt es wohl Planungen in dem Sinne, dass man eine FAQ oder eine Ask Me Anything Show auf dem WWE Network ausstrahlt, in dem Fans ihre Fragen den WWE Superstars stellen können. Da denn mit Jeff Hardy zu beginnen, ist natürlich auch ein kluger Schachzug, weil der ja einer der Top-Fan-Favorites seit Jahren ist. Also, warum nicht? So eine Show ist auf jeden Fall doch relativ interessant. Ist halt immer noch die Frage, wie viel Script man da reinsteckt oder ob man die Leute wirklich von sich aus labern lässt. Das wäre zum Beispiel dann wieder für The Miz eine ziemlich gute Möglichkeit, da noch mehr Heat zu ziehen und noch mehr seinen Charakter aufzubauen. Würde ich ganz cool finden, aber man kann es halt auch wieder schlecht machen. Mal schauen. Ach ja, immer dieses Problem mit den Einschaltquoten, so ist das nun mal im Fernsehen. Und hier haben wir natürlich auch mit Raw einen Vertreter, der einfach sehr viele Zuschauer zieht. Jetzt gab es für Vince McMahon immer diese magische 3-Millionen-Grenze, unter die man nicht mit Raw fallen möchte. Nur gab es für die neueste Raw-Episode auch wieder die Einschaltquoten. Ist natürlich alles auf US gemünzt und so, ja. Aber da kam jetzt wieder raus, dass die letzte Raw-Episode, die Episode vor Extreme Rules, vor dem nächsten großen Pay-Per-View, die schlechteste Raw-Episode laut Einschaltquoten im gesamten Jahr 2017 war. Und wir sind mit 2,613 Millionen Zuschauer doch relativ weit unter Vince McMahons Schmerzgrenze, was die 3 Millionen angeht. Und gerade wenn man sich überlegt, dass die Raw-Episode nach dem Royal Rumble und die Raw-Episode nach WrestleMania sogar 1 Million mehr Zuschauer hatten jeweils als jetzt, ist das schon echt krass, wenn man sich überlegt, dass 1 Million Menschen, circa, ich sag mal, ein Drittel, ein Viertel aller Wrestling-Zuschauer, was Raw angeht, sind abgefallen in den letzten Monaten. Klar ist Raw immer noch auf Platz 1 der besten Sendungen im Kabelfernsehen. Dennoch ist es natürlich ein bisschen scheiße, gerade auch für Vince, dass es wirklich jede Woche weiter fällt. Die Fans sehen ja natürlich zum einen das Problem, dass Brock Lesnar nicht da ist. Ist natürlich klar, als Champion nicht in seiner Show aufzutreten und das jetzt auch schon seit Monaten, ist natürlich scheiße. Und zum anderen wird Roman Reigns ja jetzt auch immer noch übelst krass gepusht. Und das wollen die Fans ja auch nicht mehr sehen. Das schon seit 3 Jahren wollen die das nicht mehr sehen. Aber Reigns besiegt Finn Balor. Reigns besiegt Seth Rollins. Das ist schon echt hart für einen richtig krassen Wrestling-Fan, sowas zu sehen. Aber wie ich euch ja letztes Mal auch gesagt habe, sind die Kreativteams bei der WWE gerade eh nicht so richtig motiviert, da irgendwie was dran zu ändern, weil alles in Richtung SummerSlam geht und erst dann wird es wieder ein bisschen aufgepusht werden. Generell möchte man SummerSlam ja wirklich zu einem riesengroßen Event machen, was neben WrestleMania auch wirklich etabliert werden soll. Das heißt, auch hier können wir dann einige große Sachen erwarten. Ja, von nur eins noch, ich werde diesen Samstag bei der GWF-Show Mystery Mayhem in Berlin sein. Falls ihr also Bock habt auf Wrestling, mich wresteln zu sehen und einfach eine richtig geile Show zu bekommen, dann kommt diesen Samstag einfach in Berlin bei der GWF vorbei im Huxleys Neue Welt. Gerade wenn wir da so ein paar Martin Guerrero-Fans versammeln, dann wird das natürlich sehr lustig. Also gebt da ordentlich Stimmung für mich und dann wird das auch, glaube ich, ganz cool. Und natürlich werde ich nach dem Event auch wieder rauskommen und mit euch labern, Fotos machen, wie ihr wollt. Alles kein Problem, aber hier wieder die Frage, wann wir mal wieder ein Zuschauertreffen machen. Wir machen überall ein Zuschauertreffen, da wo ich Matches habe oder so, oder wo ich eh zum Wrestling fahre. Letzte Woche war ich bei Next Step, habe ich auch einige Leute von euch getroffen und dieses Wochenende ist GWF dran. Das heißt, denkt dran, Berlin, GWF, diesen Samstag, Martin Guerrero im Ring.
Ja, Freunde, dann war es das auf jeden Fall erstmal mit dem Video für heute. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es ist, gib mir noch wie immer einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, meinen Kanal noch kostenlos zu abonnieren, damit du keine Wrestling-News mehr verpasst. Ansonsten einfach meinen Gaming-Kanal nochmal abchecken. Mein Twitch-Kanal, da gibt es dann auch wieder ordentlich Stuff. Außerdem könnt ihr auf Twitch auch meine Videos erschauen, wenn ihr mich dort abonniert. Das nur mal so nebenbei, martingarrow.de/abo, könnt ihr mich unterstützen. Und ansonsten war es das. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.